Hi, hier ist Marcel von OrbisSea.com und wir sind bei MSI Deutschland in Frankfurt. Und was wir genau hier vorhaben, das zeigen wir euch gleich. Neben mir sitzt der Dirk von MSI und der Dirk hat da auch schon mal was vorbereitet, wie man hier im Hintergrund unschwer erkennen kann. Und zwar wollen wir heute zusammen mit Dirk und einem Overclocker, unserem Special Guest, ein System übertakten. Und ja, Dirk, kannst du uns da etwas mehr zu sagen? Ja, hallo Marcel, ja, sehr gerne. Wir haben also hier eine Z170-Plattform aufgebaut und zwar mit unserem Overclocking-Spezialisten, das ist Z170A X-Power Gaming Titanium Edition. Man sieht also schön an dem Board, dass es ein spezielles Design hat, also ganz in Silber gehalten. Das ist sehr selten auf dem Markt, sieht also dadurch extrem edel aus und unterscheidet sich auch von den anderen Gaming Boards, die wir so im Portfolio haben. Hat auch ein paar spezielle Features, hat also 8 PCB-Layer, also das ist schon das Maximale, was man so bei einem Mainboard finden kann, sodass also die Signalläufe besonders stabil sind, also auch bei Übertaktungen und Extrembelastungen. Es sind 10 CPU-Phasen, sodass ich also wirklich da viele Ressourcen habe, um das Maximale rauszuholen bei der Übertaktung. Ich sehe auch hier, wir haben hier so ein Dashboard, ein Overclocking-Dashboard. Das heißt, du müsstest theoretisch gar nicht mehr ins BIOS gehen, um die CPU zu übertakten. Du kannst einfach hier diese Buttons nutzen. Genau, oder? Es gibt verschiedene Buttons, mit denen ich halt die wichtigsten Einstellungen schon vornehmen kann. Also total praktisch und sag mal für einen fortgeschrittenen Overclocker auch wirklich so zu verwenden, dass es auch was bringt, dass ich also damit also ziemlich weit kommen kann. Wer es noch einfacher haben will, der kann auch hier unseren Drehregler des Ozzettini, der Ozzettini-Funktion verwenden und kann da in verschiedenen Reglerstufen auch ganz einfach direkt auf dem Board ein paar Taktusstufen nach oben gehen, ohne weiter ins BIOS gehen zu müssen oder sonstige Maßnahmen eben übers OS jetzt zum Beispiel umsetzen zu müssen. Und passend dazu hast du natürlich dem System auch eine richtig fette Grafikkarte spendiert. Ja. Die durften wir uns in Taiwan auch mal schon mal angucken. Kannst du noch dazu einen Takt sagen? Das ist die GTX 980 Ti Lightning. Also das ist so der Leckerbissen für alle Übertakter. Also ist auch ziemlich bekannt draußen auf dem Markt. Hat auch jede Menge, sagen wir mal, Top-Positionen jetzt gerade in den HVBOT. Top-Listen der Übertakter sieht man also immer wieder Lightning-Grafikkarten und die 980 Ti ist eben jetzt das Maximale, was wir zu bieten haben. Ist von Haus aus schon übertaktet und hat auch da verschiedene Möglichkeiten, um das Maximale rauszuholen. Es gibt V-Checkpoints, womit ich auch die Spannung ablesen kann, sodass ich auch immer verfolgen kann, wie weit gehe ich jetzt mit meiner Übertaktung. Ich kann sogar den Lüfter abbauen, ohne dass die Garantie verfällt übrigens bei MSI. Und kann dort über ein spezielles Backplate auch sogar LN2-Kühlung vorsehen. Also das ist dann für die Profis natürlich gedacht. Ja. Gut, das ist das Stichwort. Einen Profi haben wir nämlich hier. Und wer das genau ist, das verraten wir euch jetzt. Neben mir sitzt der Roman alias der Bauer. Und ja, magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne, also hallo auch von mir. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Roman, Nickname der Bauer. Ich arbeite bei Case King als Product Engineer. Bin dort aber eigentlich auch der In-House-Overclocker, sage ich mal. Also ich habe ursprünglich auch mal als Gamer angefangen vor ein paar Jahren, bin dann auf Overclocking gestoßen, eben um ein bisschen die Performance in meinem System anzuheben. Und das Ganze habe ich dann weitergetrieben über die Seite HWBOT. Das ist im Prinzip eine weltweite Übertakter-Datenbank, wo man Benchmark-Ergebnisse hochladen kann. Und habe dann darüber angefangen, Extreme Overclocking zu machen, meine eigenen Flüssig-Stickstoff-Kühler zu entwickeln und die ganzen Sachen. Und bin dann in der Overclocking-Szene gelandet und mache das eben jetzt beruflich. Okay, und du wirst uns auch heute hier unterstützen, beziehungsweise mal Step-by-Step erklären, wie wir hier unter unser Z170-System mit einer Skylake-CPU dann übertakten können, richtig? Genau, das ist richtig. Und wenn wir schon beim Thema CPU sind, habe ich hier eine schöne CPU dabei. Und da fehlt aber was. Genau, das ist nämlich ein i7-6700K. Pre-tested CPU von Case King und die testen wir eben vor auf gewisse Taktwerte. Die ist jetzt vorgetestet auf 4,8 GHz. Dann weiß eben der Kunde, okay, das ist eine richtig potente CPU und kann direkt einstellen 4,8 GHz mit angegebener Entspannung. Wir haben die jetzt hier noch extra noch geköpft, weil wir eben so die Wärmeleitpaste, die normalerweise zwischen der CPU und dem IHS ist, noch austauschen können. Das werden wir gleich machen und dann haben wir eben, sage ich mal, 10 bis 20 Grad bessere Temperaturen unter Last und können so noch höher takten. Ja, da würde ich sagen, worauf warten wir? Bauen wir mal die CPU ein.
So, bevor der Roman hier loslegt und die CPU einbaut, damit wir die dann auch hoffentlich schön kräftig übertakten können, haben wir noch einen Schmankerl für euch. Und zwar hier der Dirk von MSI stellt eine fette Gaming-Grafikkarte hier, die GTX 970 Gaming mit 4 GB Speicher. Und einmal hier das Board, das wir auch hier zum Übertakten verwenden, das Z170A X-Power Gaming Titanium Edition zur Verfügung. Ihr könnt das nämlich gewinnen. Was ihr dazu tun müsst, seht ihr hier unter dem Link, klickt einfach drauf und da müsst ihr ein paar Fragen beantworten und schon seid ihr dabei und eventuell ist dann die Grafikkarte oder das Mainboard dann auch bei euch zu Hause. Also, ich drücke die Daumen. Okay, also wir haben jetzt hier die CPU, die wurde wie gesagt schon geköpft. Mit dem Köpftool, das ich entwickelt habe, da kann man eben die CPU relativ sicher von dem Heatspreader befreien, sage ich mal. Wir legen die jetzt in den Sockel und tragen eben neue Wärmeleitpaste auf, die halt von der Wärmeleitfähigkeit her viel, viel besser ist als die ursprüngliche. Es ist jetzt Thermogrizzly Kryonaut heißt die Paste und da tragen wir jetzt einfach ein bisschen was auf. Die kann man bestimmt auch bei Case King dann kaufen. Genau. So, das reicht schon. Und jetzt setzen wir wieder den Heatspreader auf die CPU auf. Und den brauchst du einfach nur drauflegen, das genau, reicht. Genau, das reicht theoretisch, den einfach nur draufzulegen. Man kann den auch wieder verkleben mit Silikonkleber zum Beispiel. Aber es reicht eben auch aus, den einfach nur wieder draufzulegen, weil der eben durch den Halterahmen fixiert ist und damit kann sowieso nichts passieren. Okay, CPU sitzt. Jetzt nochmal Wärmeleitpaste drauf, dann den Wasserkühler drauf und dann geht's los. Das System ist zusammengebaut, Kühler installiert. In dem Fall hier haben wir eine Corsair Wasserkühlung und sind jetzt im BIOS angelangt. Und ja, was schätzt du, wie weit wir die CPU dann übertakten können? Also wir übertakten jetzt die CPU von 4 auf 4,5 GHz, also 500 MHz Zuwachs. Das sollte laut meiner Erfahrung mit eigentlich den meisten CPUs möglich sein. Und wir sehen jetzt auch mal hier den RAM-Takt, der hier standardmäßig anliegt von 2133 MHz, ist der Standardwert für DDR4. Wir haben allerdings ein Kit von Cleave und das hat 3000 MHz. Da sieht man auch, dass bei dem Standard-Setup, also wenn man das normal zusammenbaut, eben die Werte nicht alle korrekt übernommen werden. Das heißt, man verliert effektiv Leistung und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen stellen wir jetzt zunächst erstmal den RAM richtig ein. Also das wäre der erste Schritt, bevor ich überhaupt an die Taktfrequenz der CPU gehe, erstmal den RAM richtig einstellen, um da... Genau, unabhängig davon, selbst wenn man nicht übertaktet, wenn man jetzt nur sein Setup gebaut hat, sollte man eigentlich erstmal in das BIOS gehen und das XMP-Profil aktivieren. Das kann man auch einfach hier oben machen, wenn man nicht übertakten will und die Option gar nicht mehr braucht, dann klickt man einfach hier drauf und dann ist das XMP schon aktiviert. Wir gehen aber zu den OC-Optionen, weil wir eben ein bisschen mehr machen wollen. Dann findet auch hier unten nochmal das Extreme Memory Profile. Hier ist es auch hinterlegt mit den genauen Einstellungen, eben von 3000 MHz, mit den Timings und auch der RAM-Spannung, die korrekt eingestellt wird. Das ist hier jetzt schon aktiv, weil wir eben oben auf On geklickt haben. Und jetzt fangen wir eben an, die CPU zu übertakten. Dazu stellen wir die CPU-Ratio auf 45. Und das ist ja jetzt auch mit den K-SKUs dann möglich, nämlich mit einer CPU ohne K im Namen sozusagen, kann ich den Multiplikator nicht verändern. Das richtig? Ist richtig, genau. Ja, wir haben jetzt die CPU-Ratio auf 45 gesetzt und zusammen mit dem BCLK von 100 MHz ergibt es eben einen Endtakt von 4500 MHz. Um den Takt auch effektiv nutzen zu können, müssen wir auch die CPU-Spannung noch ein bisschen anpassen. Hier braucht ihr euch keine großen Gedanken machen, weil eben die Spannung, die wir jetzt einstellen, relativ moderat ist. Und es gibt tatsächlich auch CPUs, die eine höhere Grundspannung haben als das, was wir jetzt hier einstellen. Wir stellen jetzt zunächst mal die CPU Core GT Voltage Mode auf Override Mode. Dadurch wird einfach die Spannung, die wir einstellen, übernommen. Und wir stellen CPU Core Voltage auf 1,30 Volt. Wie gesagt, es gibt tatsächlich CPUs, die haben zum Beispiel 1,33 Volt, 1,32 Volt als Standardspannung. Deswegen braucht man sich da auch keine Gedanken machen, auch nicht was die Garantie angeht. Wichtig ist, sei noch erwähnt, dass man eben einen potenten Kühler braucht. Also Intel-Boxed-Kühler komme ich nicht weit mit, genau. Wahrscheinlich. Keine gute Idee. Deswegen haben wir hier auch eine Corsair All-in-One Water Cooling Solution und wenn ihr irgendeinen vernünftigen Luftkühler benutzt, geht das natürlich auch. Wichtig ist jetzt noch CPU Loadline Calibration. Was das ist, werde ich gleich erklären. Dazu gehen wir zum DigiAll Power Menü, das ist hier. Und hier habt ihr die CPU Loadline Calibration Control. Loadline Calibration bewirkt einfach,
dass die Spannung unter Last gehalten wird. Weil es so ist, wenn die CPU unter Last gesetzt wird, dann sinkt die Spannung von der Spannungsversorgung ab. Das heißt, wir haben jetzt 1,3 Volt eingestellt. Ohne Loadline Calibration würde das absinken, zum Beispiel auf 1,22 Volt. Und es wäre dann einfach zu niedrig, um den Takt stabil zu halten. Und deswegen stellen wir das Ganze hier auf Mode 6. Und dadurch wird einfach die Spannung ein bisschen stabiler gehalten unter Last. Und dadurch können wir die CPU dann stabil takten. So, das Ganze speichern wir jetzt ab. Dazu gehen wir nochmal zurück und gehen dann zum OC-Profile. Dann können wir hier zum Beispiel Overclocking Profile 1 auswählen, können dem Ganzen auch einen Namen geben, 4500 MHz. Und speichern das ab unter Save Overclocking Profile 1. Und mit F10 können wir das Ganze dann übernehmen. Da gibt es dann nochmal eine Übersicht zu den ganzen Einstellungen, die wir vorgenommen haben. Und dann übernehmen wir die Einstellungen und gehen ins Windows. Gut, dann bin ich mal gespannt, ob das läuft. Es wird laufen. Das System ist schon mal gestartet, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal überprüfen, ob das Ganze überhaupt stabil läuft. Genau. Ich sehe, du hast schon drei Tools vorbereitet. Genau, wir brauchen zu dem ganzen Overclocking drei wichtige Tools, CPU-Z, CoreTemp und Prime95. CPU-Z einfach, um die ganzen Systemdetails auszulesen, um zu sehen, ob auch alles wirklich richtig übernommen wurde. CoreTemp, um die Temperatur der CPU zu überwachen. Und Prime95, um eben das System auf Stabilität zu testen. So, man sieht hier die Geschwindigkeit von 4500 MHz. Hier nicht wundern, dass es schwankt, weil die CPU taktet sich einfach im Idle runter, um ein bisschen Strom zu sparen. Hier sehen wir die Kernspannung. Wir haben 1,3 in BIOS vorgegeben. Den Wert haben wir auch hier circa erreicht. Hier habt ihr nochmal eine Übersicht. Wenn ihr zum Mainboard geht, seht ihr auch das Z170A X-Power Gaming Titanium. Hier könnt ihr auch die BIOS-Version auslesen, die aktuell auf dem Mainboard installiert ist. Und bei Memory sehen wir auch, wir haben 8 GB RAM, die im Dual-Channel laufen. Und hier haben wir den RAM-Takt. Wir haben 3000 MHz RAM, hier werden allerdings nur 1500 angegeben, weil es eben DDR-RAM ist, also Double Data Rate, deswegen wird hier nur die Hälfte ausgelesen. Dann öffnen wir CoreTemp. Da wir die CPU geköpft haben und die Wärmeleitpaste getauscht haben, sehen wir hier auch, die Temperaturen sind sehr, sehr schön, sehr kühl. Gibt es natürlich einen großen Spielraum für OC. Wir öffnen jetzt Prime95 und stellen das hier auf Custom, ändern Min-FFT und Max-FFT auf 1344 und machen hier den Haken. Das sind einfach nur Einstellungen, die sich sehr stark auf den Kern auswirken und so den Kerntakt eben auf Stabilität testen. Jetzt klicken wir OK. Dementsprechend dürfte die Temperatur ja jetzt ansteigen. Genau. Was wäre zum Beispiel so ein kritischer Wert, der nicht überschritten werden sollte? Also bei Skylake ist es so, dass alles bis 90 oder 95 Grad kann man verwenden. Allerdings habe ich aus Erfahrung gelernt, dass alles über 75 oder 80 Grad schon dazu führen kann, dass die CPU eher instabil wird. Also gerade wenn man übertaktet, ist bei Skylake die Temperatur enorm wichtig. Also wenn man unter 70 Grad bleibt, dann hat man viel bessere Chancen zu übertakten, als wenn man jetzt bei 80 Grad bleibt. Ja, wir sehen jetzt auch, dass durch die Last die Kernspannung ein bisschen abgesackt ist. Das Ganze kann man natürlich dann, wenn es nicht genug ist, mit der Loadline Calibration noch ein bisschen entgegenwirken. Dann könnte man das natürlich im BIOS auch wieder auf Mode 2 zum Beispiel oder Mode 3 stellen. Dann sackt es nicht ganz so stark ab. Es ist allerdings gewollt, dass die Spannung ein bisschen absackt, weil das einfach besser ist für die Lebensdauer von der CPU. So, und wie lange sollte Prime95 jetzt laufen, damit man die Aussage treffen kann, okay, das System läuft stabil, ich kann es halt so jetzt auch verwenden? Also ich würde als Richtwert immer vorgeben, mindestens eine Stunde das laufen zu lassen, kann man auch 2 Stunden draus machen und dann einfach ein bisschen was zocken und dann sieht man einfach eher im Alltagsbetrieb, ob das Ganze stabil ist oder nicht. Wenn man jetzt Probleme haben sollte, was bei dem Setting eigentlich eher nicht der Fall ist, dann kann man, wie gesagt, mit der Loadline Calibration die Spannung noch ein bisschen anheben, an die 1,30 Volt annähern und dann ist es eigentlich auch relativ stabil. Jetzt haben wir hier ein i7-6700K. Was ist dein Rekord? Wie hoch konntest du so eine CPU mal takten? Also der 6700K, den habe ich schon bis 7 GHz getrieben, allerdings mit Flüssigstickstoff und auch nur auf einem Kern, weil wir haben hier natürlich 4 Kerne mit 8 Threads aktiv. Wenn wir das Ganze mit Flüssigstickstoff machen und Cinebench, dann kommen wir so in eine Region von 6,5 bis 6,6 GHz. Mhm. Also ihr habt gesehen, ihr könnt eure CPU wirklich mit wenigen Klicks einfach übertakten. Roman, was meinst du denn, ist noch ein bisschen Spielraum nach oben? Also wir sind jetzt bei 4,5. Meinst du, wir schaffen da noch ein bisschen mehr? Das ist jetzt natürlich eine pre-tested CPU von Caseking. Die wurde ja schon von mir auf 4,8
GHz Pretest sind mit Prime 95, das heißt 4,8 GHz mit Prime gehen auf jeden Fall mit der CPU. Da werden wir dann ungefähr so 1,4 Volt brauchen dafür. Das ist auch das Maximum, was ich empfehlen würde für einen dauerhaften Betrieb. Wir können das Ganze jetzt mal probieren mit dem MSI Command Center. Das MSI Command Center ist eben eine Softwarelösung. Wir haben hier die gleichen Funktionen oder Optionen wie im BIOS, aber wir haben eben im Windows auch Zugriff darauf. Wir machen jetzt mal kurz Prime 95 aus. Genau, also dann zeig mal, ob deine Aussage auch der Wahrheit entspricht. Also wir können jetzt mal auf alle Kerne mit 4,8 GHz, aber wir müssen natürlich jetzt die Spannung anpassen. Das Problem ist an der Geschichte ist, dass wir die Load-Line Calibration anheben müssten. Deswegen müssen wir jetzt die Spannung im Idle ein bisschen stärker anheben. Das heißt, ich sage mal so auf 1,44 Volt. Dann kommt auch schon die Warnmeldung, dass man das nicht machen sollte. Ja, wir sehen jetzt die 4,8 GHz anliegen oder Last und wir sehen jetzt auch die Kernspannung. Die fällt jetzt natürlich ein bisschen ab wegen der Loadline Calibration, die eher für 4,5 GHz ausgelegt ist. Und Cinebench wird auch da jetzt durchlaufen. Der Wert würde auch mit Prime 95 stabil funktionieren. Wir können jetzt nochmal einen Blick auf die Temperaturen werfen. Wir sehen jetzt auch hier, wir bleiben um die 60 Grad unter Last, was absolut im grünen Bereich ist. Und deswegen haben wir auch relativ viel Spielraum nach oben, um das ganze Prime 95 stabil zu betreiben. Ja, da waren wir doch mit 4,8 GHz ganz erfolgreich. Ich denke mal, meinst du, andere CPUs schaffen doch vielleicht noch ein bisschen mehr, so 5 also GHz? Es gibt oder? Wirklich einige, die können 4,5, ist aber relativ, 5 GHz, aber ist eher relativ selten. Also wir haben ja CPUs, die wir verkaufen von 4,5 bis 4,8 vorgetestet mit Prime 95, aber alles drüber ist schon sehr selten, braucht man sehr viel Feintuning und viel Zeit vor allem, um das stabil zu bekommen, auch eine sehr gute Kühlung. Unabhängig davon, wir haben auch das Z170A X-Power Gaming Titanium Edition bei uns im Shop als Bundle, das dann ich persönlich übertakte, auf 4,7 GHz, falls sich jemand nicht die Arbeit machen möchte selbst. Also, habt's gehört, wenn ihr jemand das direkt vorgefertigt kaufen will, dann los. Wenn ihr euch dran versuchen wollt, dann würde ich sagen, gebt Gas. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Und bevor ich es dann wieder vergesse, vergesst nicht bei unserem fetten Gewinnspiel mitzumachen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ein weiteres Video, wie wir ein X99-System übertaktet haben, findet ihr auch eingeblendet, also wenn ihr ein anderes System habt. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wünsche viel Erfolg beim Übertakten und bis zum nächsten Mal.